Hallo ihr Stickverliebten, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Stitchy Mama. Ja, ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gestartet und wie ich voll motiviert an euren Projekten zu sticken und neue Dinge mit mir zu entdecken. Ich freue mich darauf und für euch starte ich heute mit meiner Finish-Parade aus dem letzten Jahr, also alle fertiggestellten Projekte aus 2023 in aufsteigender Reihenfolge. Und ich wollte euch noch zeigen, die wohnen immer hier in meinen genähten Projektrollen, vor Licht und Staub geschützt, bis sie zum Einsatz kommen. Das ist ein bisschen eine größere Projektrolle. Ja, und ich würde sagen, viel Spaß beim Video. Los geht's! Mein erster Start im Jahr 2023 war am 3. März und zwar, das kennt ihr alle, die 100 Eulen von Owl Forest Embroidery. Ja, das ist auch noch ein Projekt aus 2021, habe ich das gestartet im Oktober. Und zwar auf 32 Count Belfast Leinen von Zweigard in der Farbe Limestone, die Nummer 6047. Und ich habe ja hier alle Fäden eben von denen, das ist ja mit Farbverlauf, also bei Kirov, mit zwei Fäden über zwei Gewebefäden. Wahrscheinlich würde ich es heute auf 40 Count machen. Und ja, also wie gesagt, gefinisht am 3. März. Und ich hoffe, das irgendwann mal wirklich zu rahmen, weil das ist sowas von schön mit diesen 100 Eulen. Mein erstes Finish. Also ich hoffe, ihr habt auch meine VIP-Parade im Dezember genossen. Doch einige VIPs musste ich feststellen. Wie gesagt, mir kommt es immer gar nicht so vor. Aber wenn ihr jetzt seht, ich habe auch vieles wirklich fertigstellen können. Also es liegt hier einiges. Und wohin jetzt damit? So, mein zweites, Moment, da wieder weitergehen, ist die New Year's Fairy von Nora Corbett. Da gibt es immer diese kleinen Fairies, da mache ich ja auch die Christmas Fairy und die New Year's Fairy konnte ich schon fertigstellen. Und zwar am 10. März, also kurz nach den 100 Eulen, gestartet habe ich, das war mein Neujahrsstart in 2023, also am 1.1. Und dieses Jahr habe ich ja auch wieder eine Fairy gestartet, die Lily of the Valley. Und ich habe jetzt auch auf Instagram, wenn ihr schaut, einen Hashtag. Also wer mitmachen möchte, egal welche Mirabilia oder Fairy ihr startet, ihr könnt gern eure Fortschritte dort zeigen. Würde mich freuen. Ich meine, das ist Stechmücken Fairy Cell. Ich blende es mal ein. Ja, und also die ist toll. Und ich finde auch auf diesem Stoff, das ja war alles im Kit enthalten, auf 32 Count, Zweigart Leinen Natur, kommt es richtig edel rüber, finde ich. Also ich habe auch einiges ausgetauscht. Einfach zurückgehen in den Videos, da spreche ich immer wieder drüber. Toll, wie die glitzert. Das ist verrückt. So, Finish Nummer 2. Als nächstes kam, braucht man meine Liste, A Way We Ride von Blackbird Designs und das habe ich auch im März fertigstellen können und zwar am 25. März. Das war mein drittes Finish. Gestartet hatte ich das am 25. Oh, jetzt habe ich total. Also am 25.3. habe ich es gestartet, 22. Nein, ja. Und am 2. Mai 23 habe ich es fertiggestellt. Genau, so rum. Ein Faden über zwei Gewebefäden. Alles die vorgegebenen Fäden so verwendet. Auf 36 Count Tin Roof bei Weeks Dye Works. Und ich sag mal, mir gefällt es sehr gut. Auch der Stoff, das passt so gut zusammen.
Und der kommt auch ganz gut in der Kamera rüber. Das ist wirklich so ein grau-grün-Vintage-Look. Also die Bordüre hat es in sich. Toll. Dann stand Ostern ziemlich nah vor der Tür. Ich habe mir gedacht, Mensch, so Ostereier wären schön. Das habe ich, meine ich, auch beim Treffen in Stuttgart bei jemandem gesehen. Und zwar ist das von der Cuore, der Patti Cuore, die macht ja immer so Kalender. Und aus dem Kalender habe ich Designs rausgenommen und habe diese Ostereier gestickt und gefinisht. Und zwar ist das auf 32 Count von Zweigard, ich meine das Murano Grün Splash, am 24.03.2023 gestartet und wie gesagt auch da dann im März, April fertiggestellt. Da möchte ich ja jedes Jahr noch ein paar Eier machen. Allerdings, wie gesagt, die Form, ich bin ich noch nicht zufrieden. Im Endeffekt alles wie vorgegeben, mit zwei Fäden über zwei Gewebefäden. Das musste ich ein bisschen runtersetzen hier, weil das sonst wäre das zu hoch. Also man muss schon ein paar Änderungen vornehmen oder weglassen, dass das eben so auf diese Ostereier passt. Als nächstes kam dann der Redbird Sampler von der Brenda Gervais. Das ist so ein ganz kleiner, süßer Reproduktionssampler. Und Moment, ich spanne das mal auf. Ich meine, den habe ich gestartet am 11. Mai 2022. Ja, und gefinisht am 7. Mai, kurz, also knapp ein Jahr 2023 habe ich dafür benötigt, auf 35 Count Edinburgh von Zweigard Leinen in der Farbe Hellbeige Nummer 233 und ich habe mit einem Faden über zwei Gewebefäden gestickt. Ich glaube, das ist teilweise sogar mit DMC gechartet. Richtig süß. Also mir hat eigentlich jedes Dörfchen hier so gut gefallen. Was immer ein bisschen, wenn man hier das nochmal zweimal sticken muss, das ist immer ein bisschen ermüdend, also dass sich das immer so spiegelt. Gut, dann mag es dann oft so, ich mache dann die Seite, lege es wieder weg und dann warte ich ein bisschen und mache die andere Seite. Das ist richtig niedlich. Und ich auch noch mal Rahmen. Richtig süß. Und dann hatte ich noch, lass mich mal gucken, was war jetzt das nächste? Ach ja, dann habe ich von Mill Hill, wo ist sie jetzt hin? Hier die, da habe ich ja auch einige Kits von Mill Hill immer, die Maria. Fertig gemacht. Da gibt es ja auch so eine Serie. Also das ist jetzt die erste dieser Serie, die Maria. Da ist ja immer alles im Kit enthalten. Und dann mache ich ja immer wieder so ein Mill Hill, auch für eben für einen Weihnachtsbaum. Und aus den Restperlen mache ich den Hänger und auf der Rückseite einfach einen Filz. Das ist zwar jetzt nicht ganz so stabil, aber was ist für die Ewigkeit? Ja, die ist richtig schön. Aber die nehmen schon ein bisschen Zeit in Anspruch. Die sind ein Tick größer wie ich habe noch meinen Mill Hill. Und was auch ein bisschen, das habe ich mir schon immer überlegt, man muss meistens mit drei Fäden sticken, ob man das einfach auf zwei Fäden reduziert, aber dann wird es wahrscheinlich sehr durchscheinend, weil es doch auf 14 Count so Papier gestickt wird, auf dickerem Papier. Perforated Paper. Das waren jetzt so drei kleinere Sachen. Nächste Runde. Und zwar das siebte Finish war von wieder Mirabilia, die Baker's Wife. Und die haben ja auch einige von euch schon gestickt. Halt. Hier ist die schöne. Die habe ich
gestartet am 11.04.2022 und knapp nach einem Jahr am 11.05.2023 fertigstellen können. Alles im Endeffekt wie vorgegeben. Also ich habe das auf 32 Count Witchelt Leinen in der Farbe Amber, das ist auch vorgegeben, gestickt. Zwei Fäden über zwei Gewebefäden und das ist die eben Baker's Wife MD166. Und da gibt es ja noch eine zweite dazu, die Duchess of Rowan, und die möchte ich eigentlich dieses Jahr starten. Die hat auch die Größe. Wunderschön. Das ist ein bisschen eine kleinere Mirabilia, also die Hälfte von im Endeffekt, oder sie und die Duchess of Rowan ergibt zum Beispiel die Größe von einer solchen. Die haben so, glaube ich, 30.000 Stiche und die größeren 60.000 bis 70.000 Stiche. Sehr schön. Wie gesagt, mit dem Rahmen warte ich jetzt noch. Ich möchte einfach ein paar Sachen fertigstellen und mal gucken. Und das Rahmen ist ja auch immer nicht so meine Sache. So, dann kam wieder was Kleineres. Und zwar dieser süße Geldbeutel. Hier, da hatte ich ja mal von Zweigert diesen Griff mitgenommen. Also ich habe es jetzt ausgestopft mit Watte. Ihr seht schon das Innenleben. Damit ich es hinstellen kann und dann sieht man das schön. Ich müsste es vielleicht noch reinnähen hier, weil das einfach nicht so gut hält. Und die Vorlage ist von, lasst mich mal gucken, wann habe ich das gestartet? Am 11.04.22. Muss ich das gestartet haben? Moment. So, jetzt finde ich es nicht wunderbar. Und zwar ist das hier, bin ich jetzt in 22 oder habe ich das? Könnte ich auch 23 gestartet haben? Wartet mal. Ich meine, das habe ich 23 gestartet, weil ich das eigentlich ja. Das habe ich am 1.7.23 gestartet und einen Monat später fertiggestellt. Und zwar ist das Design hier von der Cross Stitch Nation von Heartstring Samplery müsste das sein. Das habe ich auch im Ganzen schon gestickt. Und da habe ich einfach ein Motiv rausgenommen und habe auch die Farben ein bisschen geändert. Auf 32 Count Murano von Zweigart in der Farbe Granit. Ja, mit 2 über 2 und habe auch so Metallic-Fäden mit reingenäht. Und auf der Rückseite hier. Ich weiß nicht, ob ich sowas nochmal machen würde. Also das ist ganz schön. Ja, okay. Dann hatte ich noch, haben wir gedacht, ach mal ein paar kleinere Sachen eben. Und dann hatte ich so ein Freebie. Das möchte ich auch noch entfinischen. Und zwar dieses Do What You Want Stitch. Das ist Do What You Love. Genau, Love, Not Want. Das ist ein Freebie bei Heart in Hand auf 32 Count Murano, wie der Geldbeutel auch hier, dieselbe Farbe von Zweigart. Ich finde, der geht eigentlich für vieles, dieser Stoff. Ja, das habe ich im Endeffekt an 2 Tagen fertiggestellt im Juli 2023. Habe auch ein paar Farben geändert, also nicht wie vorgegeben, sondern einfach meine Farbauswahl selber getroffen. Und ist richtig niedlich. Könnte man auch so ein Nadelkissen draus machen. Oder so eine Drum, wo oben eben das ist. Und ja, richtig niedlich. Musste ich jetzt schon suchen, wo ich das hin habe. Okay,
Als nächstes habe ich dann entdeckt, diese Schmuckkästchen, die man umgestalten kann, eben und dann auf seinem Platz schön dekorativ aufbauen kann oder eben auf Sticktreffen mitnimmt. Und da habe ich ein Schmuckkästchen umgestaltet in der Form. Und zwar ist das eben so, ne? Das ist ein Freebie von Puntini Puntini. Please enter your PIN. Da habe ich ein Kistchen dann draus genäht. Da kann man dann die Nadeln hier reinstecken. Die Farben habe ich selbst gewählt. 32 Count von Zweigard Belfast Leinen in der Farbe Nebelgrau. Mit zwei Fäden über zwei Gewebefäden. Und das habe ich Anfang Juli 23 gemacht. Und auch hier dieses süße Teil hier, das ist jetzt nicht gestickt, aber eben für die Schere. Ich finde es so niedlich, dann ist es eben schön fest hier drin und die Schere kann nichts durchstechen oder ähnliches, also richtig niedlich. So. Und hier ist eben auch noch Platz, da habe ich dann so eben Kreuzstiche gemacht, das hat sich angeboten. Man könnte es auch rausreißen alles, also es gibt ja so viele Möglichkeiten und ich möchte noch ein paar Kästchen machen, ich habe es euch ja schon gesagt. Eventuell auch sogar Jahreszeiten passend. Ja, ist wirklich richtig nett, das ist ein Magnet. Also es wird nicht mein letztes sein und wie gesagt, da habe ich dann so ein kleines Freebie gemacht von der Puntini Puntini. Als nächstes, das muss ich euch leider einblenden, war ich ja dann in Stitch Basel und da habe ich auch bei diesem Geschenkeaustausch mitgemacht und da habe ich auch ein solches Kästchen umgestaltet und ich würde euch die Bilder mal einblenden. Und da habe ich eben von Hands on Design die Vorlage genommen und habe das ein bisschen selbst zusammengestellt. Also ich blende euch vielleicht auch diese Vorlage mal ein, die ist auch ganz süß, das möchte ich für mich auch nochmal machen. Und das habe ich kurz danach gemacht, lasst mich mal gucken. Das habe ich dann fertigstellen können Anfang August. Und gestickt habe ich das auf 32 Count Blush Rosa von Zweigard, also Belfast Leinen. Mit zwei Fäden über zwei Gewebefäden, genau, Hands on Design habe ich eben hier die Vorlage genommen, um das dann fertigzustellen. Und sie hat sich sehr gefreut darüber. Ich habe auch ein bisschen was genäht dazu, so einen kleinen Müllcontainer, also Utensilo. Und genau, ja. Also wie gesagt, ich blende es euch ein. Dann mein nächstes Finish ist wirklich was richtig Großes. Und zwar hatte ich das, da gibt es ja drei, also ich macht es in drei Teilen, sagen wir so, bringe ich gar nicht rein. Ne? Und zwar ist das Epic Princess von Clouds Factory. Und den ersten Teil, also für mich, habe ich jetzt fertigstellen können. Den habe ich gestartet am 2. Januar 2022 und fertiggestellt am 4.8.2023. Und da kam dann auch dieses neue Märchen in der Zwischenzeit raus. Das habe ich dann hier unten noch dran gesetzt. Raya und der letzte Drache. Also diesen Disney-Film kann ich nur empfehlen. Super schön. Gestickt auf 32 Count Murano von Zweigard in der Farbe Mittelblau Nummer 522. Also diese Farbe finde ich ist super geeignet einfach für diese von Clouds Factory, für viele Sachen von denen. Und da mache ich ja auch ein Stitch-Along mit jetzt im neuen Jahr. Wieder Märchen. Also das sind auf jeden Fall die Disney-Märchen auch vor allem. Ja, also das ist auf jeden Fall riesig, wenn man alle drei Teile stickt. Und es geht genau eben ein Teil auf so ein Pre-Cut drauf von Zweigard. Allerdings habe ich hier unten diese, das hier weggelassen. Also ich habe hier unten dann eben nur hier diese kleinen, sonst wäre es knapp geworden hier. Ich habe das auch den anderen Rahmen genommen, das sind ja zwei vorgegeben auf deren Seite und habe den in einem Farbton, also was heißt einem Farbton in Blau und Weiß gemacht
und den Blauton habe ich ausgetauscht, weil der sonst geschluckt würde von dem Stoff. Ansonsten 2/2. Ja. Und da möchte ich dieses Jahr eben den zweiten Teil anfangen. Die Märchen, das wäre Schneewittchen. Aschenputtel. Dornröschen, eben die Neuverfilmung, hat man ja immer. Die Ariel. Und Raya und der letzte Drache. Und man merkt schon hier, das war ja neu, also das ist viel, viel aufwendiger, auch von den Farbwechseln, wie die ersten Märchen. Also da hat sie sich auf jeden Fall gesteigert. Und von Clouds Factory habe ich ja wahnsinnig viel. Im Endeffekt gefällt mir da eigentlich so gut wie fast alles. Also ich bin richtig happy mit dem Finish. Und ich glaube, das machen auch einige von euch. Und es macht so Freude. Wie gesagt, ich habe das auch ein bisschen unterschätzt. Man braucht schon, bis man ein Märchen fertig hat. Also man denkt es nicht, aber es zieht sich schon hin, muss ich wirklich sagen. So, ich hoffe, ihr habt mitgezählt. Mein 13. Finish ist von der Barbara Anna. Sailing Dreams. Das sind ja diese Dreaming Girls. Toll, toll, toll. Und zwar gestartet am 28. Juli 2022 und am 10. August 2023 gefinisht. Also ich habe mir dann gedacht, nach einem Jahr, jetzt ziehe ich das durch. auf 32 Count Murano Mint Weiß Splash von Zweigart Nummer 5429. Alles wie vorgegeben. 2/2, also zwei Fäden DMC über zwei Gewebefäden. Was hier halt ist, man sieht jetzt das Weiß nicht so schön, ne? Von den Segeln, das geht da ein bisschen unter auf dem Stoff, aber ich finde es nicht schlimm. Ich habe das jetzt auch länger gelassen, weil ich vielleicht so eine Drum draus machen wollte, wisst ihr? So, und zum Hinstellen. Deswegen habe ich jetzt einfach mal diesen Stoff da noch dran gelassen, aber ich habe noch nie eine Drum gemacht. Deswegen liegt es. Ihr wisst Bescheid. Ach, ich sag's euch. So, mein 14. Finish. Da sticken, glaube ich, auch noch einige von euch dran. Und zwar von der Lola Crow Cross Stitch. Also da habe ich ja auch unheimlich viel gemacht bisher. Mal schauen, was dieses Jahr von ihr kommt. Und zwar habe ich hier diese Stitch Along mitgemacht. Greenhouse of... also Gewächshaus der Kuriositäten, bekommt man über Etsy, jetzt im Ganzen eben. Wunder, wunderschön. Auf, ihr dürft es noch ein bisschen genießen, bis ich jetzt die Eckdaten finde. Ich habe immer so eine Liste auf meinem PC und es geht so untereinander weg und da muss ich immer suchen, wo das jetzt war. Aber das haben wir auf jeden Fall 2023 gestartet und auch fertiggestellt, weil das war eben ein Stitch-Along in dem Jahr. Wann ging das los? Am 15. April war der Start und am 23. August konnte ich das fertigstellen. Auf 32 Count von Zweigart, das nennt sich Lucan. Also es ist so ein Mischgewebe. Ich glaube, da gibt es auch nur einen Farbton und das habe ich aber dann noch selbst gefärbt. Da habe ich auch ein Video mit der Kaffee-Tee-Methode und so einem Grauton. Also toll. Das, ich glaube, das mache ich noch mal öfter, diesen Farbton. Der ist so super. Also es leuchtet förmlich. Ich habe alles verwendet wie vorgegeben. Zwei DMC-Fäden über zwei Gewebefäden. Wunderschön. Und ich finde das auch immer so toll, sie macht so Stories dazu. Also zu jedem Part, es sind ja alles Pflanzen, die es auch tatsächlich gibt. In diesem Bereich sollte man sich nicht aufhalten, die sind alle sehr giftig. Und ich meine, die blüht wirklich ganz selten. Also toll. Schade, dass es immer nur in Englisch ist. Die macht sich da wirklich wahnsinnig viele Gedanken und wunderschön. Also
Ich bin auch froh, dass ich dran geblieben bin. Es ist auch wirklich mit Stitch-Alongs, es kommt immer, man freut sich so immer, wenn der neue Teil rauskommt, man ist immer so voller Vorfreude. Und ja, ich finde, man weiß ja nicht, was noch kommt, deswegen bleibt man auch gut dran. Ich weiß gar nicht, wie viele Stiche das immer waren für jeden Teil. Ich meine so um die 1000, ich kann es jetzt gar nicht mehr genau sagen. Das ist auch gut machbar. Ich meine, alle 2 Wochen kam das. Und das stickt man dann auch fertig und bleibt wirklich dran. Weil es überschaubar ist, man sieht nicht das ganze riesige Projekt auf einmal. Und ich glaube, das macht es auch aus. Und es ist so toll, so toll. Also ich bin richtig happy damit. So. Dann kommen wir zu meinem 15. Finish. Ich muss das mal ein bisschen hier weglegen. Und zwar ist das wieder ein Mill Hill Kit und das ist ein kleineres. Da hat mich die Sunny inspiriert. Da gibt's, das ist das Nussknacker, die Nussknacker-Serie von Mill Hill und ist wirklich klein und niedlich. Auch wieder mit den Restperlen lege ich mir immer ein Muster. Hinten ein dünner Filz. Und da muss man 2 Teile zusammennähen. Also die Beine werden hier an das Oberteil dran genäht. Hing auch schon am Baum. Wunderschön. Und da habe ich, wie gesagt, ich glaube, das sind nochmal 5 Charaktere. Das ist sehr klein und überschaubar. Jetzt, wenn ich es auf die Schnelle finde, oft wenn ich das starte, versuche ich das auch ziemlich, also am 1. September gestartet und am 6. September fertiggestellt. Das mache ich dann immer so zwischendrin. Ich stick dann an anderen Projekten und weil das kann man ja nicht irgendwo einspannen, das muss ich per Hand sticken, weil das ja so perforiertes Papier ist. So kleine Sachen. Größere Millhill, die dann nähe ich dann auch an Stoff drumherum und spanne das in Q-Snap. Also da muss man halt mit der größten Stichlänge von der Nähmaschine sticken oder per Hand das annähen. Dann kann man das schön in den Q-Snap spannen. So, und noch mal ein kleines Finish. Und zwar war ich ja dann in Stitch Basel. Und da gab es ein Kit, was wir bekommen haben in unserer Tasche. Und da konnten wir diese kleine Scissor Fob machen. Also das kann man so an die Schere dranhängen mit ihrem Logo. Und hier Stitch Basel 23. Also das habe ich sogar dort fertigstellen können. Die Susan hat damit angefangen, hat mir gedacht, ach siehst, das mache ich jetzt auch. Ich glaube, das ist auch von Zweigart gesponsert, der Stoff. Ich meine, das ist 32 Count. Ich meine, das Murano hellblau. Und die Fäden, meine ich, sind auch gesponsert von DMC. Und das Design, wer hat das designt? Ich blende es mal mit ein. Das war alles im Kit enthalten. Ganz toll. Ja, und das stopfe ich dann eben. Ich glaube, sogar die Stopfwatte war dabei. Und es, wie gesagt, das habe ich zusammengeklappt auf 2 Seiten mit der Nähmaschine und die 3. Seite musste ich per Hand dann zusammennähen. Richtig niedlich. Und das steckt hier in meinem Scherenhalter. Ihr wisst ja, den habe ich auch dieses Jahr. Hier, der will alleine hier leuchten, ohne Schirm. Genau, also da habe ich was umfunktioniert, habe hier Löchleins reingemacht und hier mit Serviettentechnik das aufgeklebt. Das war mein Prototyp sozusagen. Und da stecken eigentlich jetzt meine Scheren drin, die hier am Boden liegen. Okay, bis gleich. Habe ich nochmal ein Kit von Stitch Basel. Dieses Biscornio, mein erstes sozusagen. Und der Designer ist Vintage Tulip Design. Der Stoff, den hat XU Design gesponsert, auch die Fäden. Und das konnte ich auch ziemlich fertig sticken in Stitch Basel. Lass mich mal gucken. Also Start am 16.09. und am 18.09. habe ich es fertigstellen können. Auf 32 Count Leinen ist das. Rustico
Rustic trifft Wood, eben von XU Design, mit zwei Fäden, von den Fäden mit Farbverlauf über zwei Gewebefäden. Und hier diese Pins, die hatte ich zu Hause. Wool. Und die habe ich hier jetzt mal reingesteckt. Finde ich ganz niedlich. Bleiben aber nicht da, wo ich möchte. Finde echt süß. So, und es steht immer so auf der Fensterbank, dann sehe ich das immer. Richtig nett. Also möchte ich auch noch mal eines machen, irgendwann. Das war mein 17. Finish. Kommen wir zum 18. Und zwar habe ich damit herausgezogen, Little Dove of the Year. Da habe ich ja einen Kalender von Januar bis Dezember. Und das habe ich, glaube ich, auch schon 2021 die ersten gestartet. Dann lag es wieder. Und dieses Jahr habe ich jetzt den Oktober noch fertigstellen können. Also alles wie vorgegeben mit DMC-Fäden. Zwei Fäden über zwei, das ist jetzt AIDA über 1. Und das habe ich auch mit der Kaffee-Tee-Methode gefärbt. Ich meine, das ist 18 Count AIDA von Zweigart, die Farbe Rustico. Und da hatte ich einiges und das habe ich gefärbt und habe es für, also Kaffee-Tee-Methode, und habe es für das verwendet. Und da ploppt dann das Weiß viel besser. Und ich zeige euch gleich das nächste noch. Das habe ich eigentlich ein bisschen später fertiggestellt, aber macht nichts. Das ist auch Little Dove hier, der Januar. Und da habe ich ein bisschen größeren Stoff genommen. Ihr seht schon, da habe ich genommen 16 Count AIDA von Witchelt Touch of Grey. Auch zwei Fäden über 1, außer die Bordüre mache ich immer nur mit einem Faden. Ja. Also ich nehme da immer ein bisschen so Reste, die ich habe, und vor allem AIDA eignet sich halt für so kleine Designs, und habe ich auch vom Anfang, wo ich mit dem Sticken gestartet bin, noch so viele Reste von AIDA, und die verwende ich für diese Sachen, und wunderbar. Das war jetzt Little Dove. Dann kommen wir zu einem größeren Finish wieder. Und zwar auch noch, das war mein Fokusprojekt 2023. Jetzt muss ich schon überlegen mit den Jahren. Und zwar wollte ich das unbedingt fertigstellen. Von der Barbara Anna, All Creatures Great and Small. Und ich meine, ich war noch nicht weit. Also wenn ich ein Foto habe, wo ich 2023 Anfang war, also was ich alles 2023 noch gestickt habe, weil es ja mein Fokus war. Und ich meine, das war komplett hier diese Seite runter. Könnte sogar das noch gewesen sein. Also wenn ich ein Bild habe, blende ich es ein, weil ich wollte es unbedingt fertig machen. Und gestartet bin ich das eben schon 2021. Lasst mich gucken, wo ist meine Liste? Ja, am 3. Dezember 2021 und am 28. Oktober 2023 konnte ich das schon fertigstellen jetzt. Auf 25 Count von Zweigart, Lugana heißt es, glaube ich, das Vintage Country Mocha. Und da wollte ich eben mal ausprobieren, das alles mit DMC, ein Faden über einen Gewebefaden. Ich habe ein paar Farben ausgetauscht. Wunderschön. Ich kann es noch gar nicht glauben, dass das schon fertig ist. Es ist verrückt. Und ihr seht schon hier, weil ich es gerade sehe, ist auch aus 2021, von Mirabilia die Stone Rose, gestartet am 28.12.21, nein, am 31.12.21, doch auf 32 Count Belfast Leinen, Vintage Stein, das ist auch so wie das Country Mocha, bloß in Grau, Nummer 7729.
Also alles wie vorgegeben und gefinisht am 9.06.22. Und da habe ich das untere Teil, diese Säule, wo sie draufsteht, komplett weggelassen. Richtig schön, ne? Nur wer es wissen will. Ich meine, das ist MD17. Also von 95 ist das noch ein Design von der Nora Corbett. Dann habe ich von Lola Crow Cross Stitch, hatten wir noch ein Bonus-Chart für bei dem Gewächshaus der Kuriositäten dabei. Und zwar, das ist das Terrarium, das Fleischfresser-Terrarium, auch auf dem gleichen Stoff, 32 Count, mit zwei Fäden über zwei Gewebefäden, wie vorgegeben. Fand ich so niedlich. Das hat nicht viel Stiche, ich glaube so um die 1500 Stiche. Dann ging es weiter mit Santa on a Vespa von der Madame Gentili. Und das habe ich gestickt auf 32 Count Murano Grau Splash von Zweigard. Lass mich mal gucken, wann habe ich das gestartet? Ich meine, das hatte ich auch schon 22, ja. Am 21. Dezember 22 und am 30. Oktober 23 habe ich es fertiggestellt. Und die Stoffnummer 7419. Und ich habe aber vom Design ein bisschen was weggelassen. Gefällt mir richtig gut. Also den Stoff mag ich sowieso sehr gern, weil man spart sich die Schneeflocken zu ersticken. Manche stört es, dass das ein bisschen durchscheint. Also ihr seht hier vielleicht da am, hier ein bisschen so am Bart, aber da muss man schon genau hinschauen. Habe ich schon gerahmt eben. Dann kam noch, genau, diese Schneekugel, die habe ich ja im Sommer irgendwann schon mal gekauft und habe mir gedacht, Mensch, das wäre toll, da könnten wir Sticksachen mit reinmachen. Und ihr seht schon, ich meine, die habe ich in meinem Update im Dezember genau gezeigt, wen es interessiert. Also da habe ich es auch nochmal rausgenommen. Und ich habe mir halt Schneemänner von diversen Vorlagen einfach hergenommen. Auch auf 32 Count 2 Guard Murano gestickt. Ist auch ein Blauton. Ja, die Schneekugel. Da habe ich ein bisschen kleinere Sachen gestickt zum Schluss. Dann kam der Prairie Schooler, der Santa. Das habt ihr noch nicht komplett gefinisht gesehen. Der hing jetzt schon am Baum. Und da möchte ich ja immer wieder jedes Jahr einen Santa machen. Von The Prairie Schooler, das ist der von 2008. Und ich habe euch ja gesagt, dass ich ein Kistchen draus machen möchte. Ich meine, dass ich den schon 2022 um Weihnachten rum gestartet habe. Lasst mich gucken. Oder doch nicht. Habe ich den 23 gestartet? Lass mich mal schauen. Also da nicht. Da auch nicht. Dann muss ich den... Ah ja, den habe ich am 10.01.23 gestartet tatsächlich. Also im letzten Jahr Anfang. Und am 3. Dezember 23 habe ich es gefinisht auf 40 Count Newcastle Leinen von Zweigard. Wieder dieses Vintage Country Mocha mit einem DMC-Faden über zwei Gewebefäden. Also wie vorgegeben die Farben. Und dann habe ich hier das einfach an den Stoff hinten dran genäht, mit Watte gestopft. Und den Hänger habe ich noch, ihr kennt ja die Fäden von Owl Forest Embroidery. Die sind immer so mit dem Faden umwickelt. Den habe ich aufgehoben und nehme es jetzt für die. Ich melde mich zurück nach einem kleinen Hustenanfall. Also der Hänger ist nicht ohne, der verliert hier diese Flusen. Ja, also auf jeden Fall hängt es schon am Weihnachtsbaum und ich finde, es eigentlich passt wunderbar.
Und ich werde die Senders jetzt alle so finishen, eventuell immer wieder mal mit einem anderen Rückteil, weil von dem Stoff habe ich jetzt nicht ganz so viel, aber ich bin ganz happy. Und ich hätte euch jetzt fast ein Finish unterschlagen. Also falls jemanden auffällt, dass ich irgendwas vergessen habe, bitte schreibt mir nochmal. Und zwar das Books of Shadow, dieses Stitch-Along. Das habe ich gar nicht in meine Liste rein, weiß nicht warum. Gestartet am 27.08.23 mit meiner lieben Freundin Ivi. Die hat mich darauf aufmerksam gemacht und ich meine, die Lea Revenga macht auch mit. So glaube ich, weiß ich niemanden mehr. Also meine zwei Stitch-Buddies. Gestartet am 27.08. und fertiggestellt am 6. Oktober. Auf außen 18 Count Aida Rustico und innen 32 Count Leinen, selbst gefärbt. Und wie gesagt, das Embellishment habe ich von der Lea. Habe auch ein bisschen was geändert. Ich mache es mal nochmal auf, dass ihr das von innen seht. So, das hängt hier an einem. Also das habe ich jetzt gar nicht in meine Liste eingetragen. Wahnsinn. Ja, ist irgendwie untergegangen. Ah, so, ein bisschen störrisch. So, also hier ist auf jeden Fall dieses, damit umwickelt man das Ganze. Das habe ich auch hier angenäht, alles noch. Also es ist wahnsinnig viel. Ich habe alles per Hand auch zusammengefügt. Ist schon wahnsinnig viel Arbeit drin. Und die hat ja noch mehrere Bücher. Und ist auf 32 Count Belfast Leinen von Zweigard gestickt. Alles. Mit zwei Fäden über zwei Gewebefäden. Und wie gesagt, alles per Hand hier zusammengefügt. Wunderschön. Ich habe das jetzt auch durchgezogen, auch mit dem Zusammenfügen, weil sonst liegt es ewig. Also das ist, bin ich richtig stolz drauf, muss ich wirklich sagen. Das war eine tolle Erfahrung. Ob ich es wieder machen würde, mal schauen. Ja, manchmal muss man seine Komfortzone verlassen. Dann entsteht so was Schönes. Ja, also ich habe schon auch ein paar kleinere süße Sachen gemacht. Dann müssen wir mal schauen, dass wir wieder in unsere Reihenfolge kommen. Und zwar kam dann, das habt ihr noch nicht gesehen, das kommt im nächsten Update jetzt im Januar. Das ist ja immer mein Ornament für Weihnachten von Dimensions Gold Collection. Und da will ich ja jedes Jahr ein Ornament fertigstellen. Und dieses Jahr ist es hier mit der Kirche das. Wie gesagt, es fehlen noch die französischen Noten und so Kleinigkeiten, wenn man es in den Q-Snap immer reinmacht, dass das halt nicht kaputt wird. Das mache ich zum Schluss. Und also der Rückstich ist komplett erledigt und ich meine, ich habe da jetzt ganz schön viel dran gestickt. Also hier komplett hier das und natürlich den Rückstich und das war auch nicht ohne, muss ich sagen. Ich meine, das auf 18 Count Aida. Und wie gesagt, ich stick erst hier alle drauf auf diesen. Also ist alles im Kit enthalten auf den Stoff. Und ich habe hier, nähe ich dann immer alte Stoffe dran, damit ich das eben, weil das ja so knapp immer bemessen ist, damit ich es in den Q-Snap schön einspannen kann. Deswegen auch erst alle sechs Ornamente und dann finishen für den Christbaum. Das erste dürft ihr auch noch mal sehen. Das war im letzten Jahr. Mal schauen, was ich im nächsten Jahr mache. Ich starte das oft in Christmas in July. Das meine ich, habe ich da auch gemacht. Lasst mich mal gucken. Ja, 11. Juli und fertiggestellt am 25. Dezember. Da hatte ich nicht mehr viel zu machen dran. Ihr seht es nochmal in meinem Update im Januar. Dann hatte ich nochmal ein Finish und zwar, das war auch ein Stitch-Along. Also dieses Jahr hatte ich richtig viele Stitch-Alongs, ich meine vier oder fünf.
Und zwar auch wieder von der Lola Crow Cross Stitch Creepy Christmas Village oder so ähnlich. Und ich habe jetzt alle fertigstellen können. Ah, jetzt lass mich mal gucken. Gestartet am. Also ich habe immer noch das im Hals, diese Fusseln da von dem Anhänger. Gestartet am 5. November, genau, und da kamen dann, glaube ich, alle 2 Wochen ein Ornament raus. Das letzte Mal nicht kurz vor Weihnachten und ich wollte ja in so runde Rahmen finishen. Die habe ich auch schon da. Ich bin aber noch am Überlegen, ob ich das so mache oder nicht. Also auf, gestickt auf 35 Count. Magical Grey bei Zweigart mit 2 Fäden über 2 Gewebefäden. Alles wie vorgegeben. Also das war Ornament. Es waren 6 Ornamente. Das erste. Ich kann jetzt gar nicht sagen, in welcher Reihenfolge die kamen. Ich meine, das war das zweite. Warte mal, vielleicht so. Dass ihr das schön seht, das zweite. Ihr wisst ja, das Haus hat mir, glaube ich, am besten gefallen, weil ich liebe Häuser. Und die macht es schon toll. Also die hat viele Farbwechsel und also auf diesem kleinen Raum, das hat sie wirklich super designt. Dann das dritte Ornament. Ihr seht es auch noch mal in meinem Update, da zeige ich euch vielleicht noch mal die Rahmen, die ich dafür habe. Also ich habe sie schon da, aber wie gesagt, finishen. Also das finde ich auch toll hier, der kopflose Reiter, die Kutsche. Richtig cool. Dann kam, das finde ich auch sehr schön, das hier. Und auf dem 35 Count ploppt es richtig schön raus, weil ich ja 2 Fäden genommen habe von DMC. Und das letzte, muss ich sagen, wenn ich ehrlich bin, hat mich jetzt nicht so vom Hocker gerissen. Das hier. Aber es ist genau das, was ich eben am Anfang schon erwähnt habe mit diesen, die vergangene Weihnacht, die zukünftige Weihnacht und jetzige Weihnacht, diese drei Geister, wo ich diesen Disney-Film erwähnt habe. Ja. Was sagt ihr? Wahrscheinlich, wenn ich es mir lang genug ansehe, gefällt es mir dann doch ganz gut. Ich habe mir wirklich überlegt, ob ich das sticke. Aber ich habe mir gedacht, nee, die Serie mache ich jetzt fertig. Und es hatte auch die meisten Stiche von den ganzen Ornamenten jetzt. Also ich meine 1500. Also es hat sich wirklich hingezogen, bis ich das fertig hatte. Das ist mir jetzt auch beim anderen Stitch Along, was ihr noch seht, das war auch wahnsinnig viele Stiche zum Schluss, wo ich mir dachte, oh, also zum Schluss wäre mir immer weniger lieber. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Also da bin ich auch super happy, dass ich das jetzt fertigstellen konnte. Und mein letztes Finish. Ihr wisst bestimmt, was es ist. Ich habe es ja schon gepostet. Wer mir auf Instagram folgt, ist top informiert. So, ich habe es auch schon zugeschnitten, gebügelt. Und zwar der Stitch Along wieder von Owl Forest Embroidery. Gestickt auf 40 Count Straw bei Weeks Dyeworks. Ein Faden über 2 Gewebefäden. Ich habe, was ich hatte genommen, ich habe mir das Kit nicht selber bestellt, habe auch einiges geändert. Und zu guter Letzt kam hier wirklich diese Insel noch und hier oben diese Schatzpunkte hier mit dem Rückstich. Also da habe ich schon ein bisschen gebraucht hier. Dann habe ich das fertiggestellt. Lass mich mal gucken nochmal. Also gestartet auf jeden Fall dieses Jahr, weil das war auch ein Stitch Along. Dieses Treasure Island, das könnt ihr auch kostenlos von deren Seite downloaden. Also am 15. Mai bin ich gestartet und am 28. Dezember habe ich es fertigstellen können. Und das Witzige ist, mein Stitch Buddy, die Sani, hat es genau am gleichen Tag fertiggestellt, aber auch am 28. Dezember. Das war echt witzig.
Aber ich habe mir gedacht, ich möchte das noch 23 unbedingt fertig machen, also meine ganzen Stitch-Alongs auch. Und da war eben das auch dabei und da habe ich mich echt ein bisschen reingekniet, dass ich das fertig bringe, weil ich wollte das nicht mehr mit ins neue Jahr nehmen, weil es kommen ja jetzt neue Stitch-Alongs. Und ich meine, es kommen bestimmt auch wieder super neue, schöne Designs, die ich dann machen möchte. Also wie gesagt, ich freue mich drauf, was alles kommen wird. Und ja, bin super happy jetzt über das Finish. Wie gesagt, ich habe es auch schon abgeschnitten. Das habe ich dran gelassen hier, diese, damit ich es eben in Q-Snap besser einspannen kann. Aber das hilft auch, wenn man es einrahmt, um das dann hier mit der Lacing-Methode festzuziehen. Ja. Also mit einem Faden über zwei Gewebefäden. Ich bin gespannt, welches Stitch-Along dieses Jahr bei denen kommt, ob ich mitmachen möchte, mal sehen. So, und ich komme jetzt insgesamt auf 28 Projekte, die ich in 2023 fertigstellen konnte. Also ich bin super happy. 28. Teilweise eben eines aus dem Jahr, nein, sogar zwei meine ich aus dem Jahr 2021. Vieles aus dem Jahr 2022 und natürlich auch aus dem neuen Jahr. Das sind Riesenprojekte, die ich gestartet und auch fertigstellen konnte in 23. Also das sind wirklich diese zwei Stitch-Alongs. Im Endeffekt habe ich tatsächlich alle, die ich gestartet habe, die Stitch-Alongs auch fertiggestellt. Also das war einmal hier dieses, das hier, dann von der Lola Crow dieses. Nein, das ist von Living on the Rainbow. Nicht von der Lola. Living on the Rainbow, die hat auch noch mehrere Bücher, habe ich falsch gesagt. Dann, dass wir noch mal kurz reflektieren. Das Greenhouse, das war auch, habe ich gestartet, das Stitch-Along. Und hier, die, das ist von der Lola nochmal. Genau diese Ornamente hier von diese Christmas Ornaments. Das habe ich aus Versehen falsch rum hier. Aber macht nichts, das wurde ausgeschnitten. Also hier diese Ornamente im Ganzen. Ich glaube, dann waren das dieses Jahr 4 Stitch-Alongs, die ich mitgemacht habe. Ja, mal schauen, wie viel ich im neuen Jahr habe. Auf jeden Fall eines ist schon gesichert von Clouds Factory. Und mal schauen, was noch kommt. Ich starte bestimmt auch noch viele neue Sachen, die kommen. Ja, welche Stitch-Alongs habt ihr jetzt für 2024 schon gestartet oder wollt ihr starten? Also ich habe ja gesehen, Modern Folk Embroidery hat wieder eines. Es sind natürlich riesige Sachen immer. Das werde ich wahrscheinlich nicht starten. Aber bestimmt kommen noch andere, vielleicht auch von der Lola, von All Forest. Und mal schauen, was so kommt und was mir einfach zusagt. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Meine Finish-Parade aus 2023. Schreibt doch mal, wie viele Sachen ihr fertigstellen konntet im alten Jahr. Auch die schon vielleicht länger zurückliegen, ältere WIPs. Also ich habe auch ja letztes Mal gefragt in meiner WIP-Parade, wie viele WIPs ihr habt. Und ich habe die Queen of WIPs gefunden. Das ist auf jeden Fall die liebe Franzi, die auch diese schönen Fäden für uns färbt von Color Fever, die auch das Stitch, also das Dart Along, also diese Fairy mit mir macht und mit der Dawn. Ich meine, dass sie um die 100 Projekte in Bearbeitung hat. Darauf folgt meine liebe Freundin Ivy, die hat über 60. Ja, und viele von euch, habe ich jetzt schon gesehen in den Kommentaren, haben meistens so zwischen 10 und 20 Projekte in Bearbeitung. Ich finde alles vollkommen in Ordnung. Es muss jeder so machen, dass er eben noch Freude dran hat. Wie gesagt, mich stört es nicht, dass ich so viele Projekte habe. Ich konnte auch viele fertigstellen und jetzt dürfen sie wieder zurück in meine schönen Projektrollen, die ich euch ja schon am Anfang gezeigt habe. Und dürfen darauf warten, bis sie vielleicht von mir gerahmt werden und an die Wand dürfen.
aber das seht ihr dann. So, bis dahin würde ich sagen, alles Liebe, bis zu meinem nächsten Update Ende Januar. Eure Stitchy Mama. Tschüss.